Unser Antrag, der Deutsche Bundestag muss den Integrations- und Zentralisierungsprozess der EU viel stärker kontrollieren, wie das Deutsche Bundesverfassungsgericht jetzt auch gefordert hat. Wir fordern daher unter anderem die Einrichtung von Berichtsstellen bei Bundesbank und Europäischer Zentralbank, welche quartalsmäßig den Deutschen Bundestag über entsprechende Maßnahmen der EZB informieren, aber noch vieles mehr. Auch gibt es jetzt aktuell den 220 Milliarden Nachtragshaushalt, eine Riesensumme. Und dazu Peter Böhringer. Meine Damen und Herren, guten Morgen. Danke, Bernd Baumann und auch Norbert Kleinwächter. Teuer und verfassungsrechtlich bedenklich, haben wir eben schon gehört bei den EU-Themen. Ja, das trifft auch auf beide Themen zu, die ich Ihnen mitbringe und über die wir berichten, über die es auch Anträge gibt und Debatten im Bundestag diese Woche. Das PSPP-Programm umfasste 2,5 Billionen Euro. Ein Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank, das zumindest in der bisherig dokumentierten Form als mandats- und kompetenzüberschreitend und damit verfassungswidrig eingestuft worden war. Es ist erstaunlich, welcher Aktivismus da in den letzten 7 Wochen entwickelt wurde von Bundestag, auch EZB, auch Bundesbank, auch teilweise Journalisten sogar, Europaparlamentarier, um einen Weg zu finden, die Kuh vom Eis zu bringen. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, es ist unglaublich viel Dokumentation nachgeliefert worden, die eigentlich seit 2015 hätte nachgeliefert werden können und auch müssen. Nun ist sie da. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung hat offensichtlich stattgefunden. Das ist zumindest quantitativ nicht zu bestreiten. Die EZB kommt wenig überraschend zu einem anderen Ergebnis in ihrer Verhältnismäßigkeitsprüfung, als wir das tun. Aber zumindest der verfassungsrechtlichen Vorgabe ist damit jetzt endlich 5 Jahre zu spät Genüge getan. Was nicht heißt, dass PSPP in Gänze verfassungsgemäß war. Ich rechne da auch noch mit Fortführung der Klagen und insbesondere die Nachfolgeprogramme, die Corona-Nachfolgeprogramme PEP. Da steht zu erwarten, und wir haben ja auch bereits Klage angekündigt, dass aus anderen Gründen, nicht unbedingt nur aus Gründen der fehlenden Verhältnismäßigkeitsprüfung, hier Verfassungswidrigkeit vorliegt. Dazu werden wir an anderer Stelle auch noch kommen. Interessant ist, dass die Dokumentation der Aktivitäten, die tatsächlich stattgefunden hat, als Auftragsarbeit durch ein bundestagseigenes Europareferat, Verhältnismäßigkeitsprüfung in den letzten Jahren, geprägt ist von AfD-Initiativen. Eine Vielzahl von Anträgen und Plenardebatten haben wir gestellt und verursacht. Das heißt, der Bundestag brüstet sich jetzt gegenüber dem Bundesverfassungsgericht eigentlich mit Leistungen der AfD, natürlich nicht ausschließlich der AfD, aber wirklich überwiegend. Das ist hier quantitativ nachweisbar und auch interessant, denn diese Anträge wurden vielfach von uns nicht nur abgelehnt, allesamt, sondern sogar als unzulässig erklärt. Und nun plötzlich sind sie Teil der Dokumentation gegenüber dem Verfassungsgericht, dass alles ganz unglaublich verfassungsgemäß war und dass der Bundestag sich um seine Integrationsverantwortung verdient gemacht hat bzw. sie wahrgenommen hat. Das ist also alles spannend und wir haben dazu auch einen Antrag eingebracht. Heute Nacht kam nun der Antrag der Koalition, in dem das, was ich gerade gesagt habe, so auch in schillernden Worten nochmal dargestellt wird. Nur leider hört man ganz wenig davon, wie der Bundestag dauerhaft seiner Integrationsverantwortung nachkommen soll und wird. Das ist nämlich eigentlich die entscheidende Forderung auch von uns. Es muss im Plenum regelmäßig stattfinden, gründliche Beschlussdebatten zu den EZB-Ratsbeschlüssen. Und das ist jetzt nur einmalig in abgespeckter Form vorgesehen am kommenden Donnerstagmorgen. Aber es steht im Antrag der Koalitionsfraktionen zuzüglich Grüne und FDP eigentlich fast nichts drin für künftige Integrationsverantwortung, die dieses Haus ja auch wahrnehmen muss. Und das ist eigentlich unser Schwerpunkt, dazu dann morgen im Plenum mehr. Ja, und wir haben auch noch als zweiten Punkt einen kleinen Bundeshaushalt, einen Nachtragshaushalt über 220 Milliarden zu verabschieden. Deshalb werde ich mich auch nachher direkt verabschieden müssen hier, weil wir das dann in sehr langer Sitzung, Bereinigungssitzung heute über viele, viele Stunden machen mit fast allen Ministern. Es ist ein Haushalt, der besonders bedenklich ist, denn er ist schlichtweg unnötig, ökonomisch unnötig. Es wäre ohne diesen Nachtragshaushalt gegangen, wenn die Bundesregierung, was ihre Pflicht gewesen wäre, die bestehenden Rücklagen auflösen würde, was natürlich völlig normal ist in einer Notlage. In einer Notlage, die ja nun behauptet wird und ökonomisch tatsächlich da ist, muss man zuerst Rücklagen auflösen. Genau das macht Olaf Scholz aber nicht. Er spart das Geld für den Bundestagswahljahr 2021 und nimmt jetzt verfassungswidrig, das ist eindeutig, Geld auf und spart seine Rücklagen. Also Corona-Kreditgelder dürfen nicht für krisenfremde Aufgaben verwendet werden. Das ist Verfassungsrecht. Und natürlich müssen zuerst die Rücklagen aufgelöst werden. Das ist auch nicht unsere eigene Rechtsauffassung, unsere einzige. Der Bund der Steuerzahler und der Bundesrechnungshof sehen das genauso. Also das ist schon der Sache nach rechtlich bedenklich.
der Sache nach auch. Dazu gehen wir dann viele, viele Punkte noch ein. Viele dieser Gelder sind wie immer Teil der Transformation, die eben schon beim EU-Thema angesprochen wurde. Also die große Transformation, die Bürger eigentlich gar nicht wollen, aber in EU-Europa und in Deutschland unglaublich in sind inzwischen. Die Mehrwertsteuersenkung für 6 Monate ist ja ein von der Regierung gewolltes Strohfeuer. Nicht nachhaltig, ein Wumms-Effekt in Olaf Scholz' Worten. Nachhaltig ist daran auch nichts. Ja, und Verfassungswidrigkeit hatte ich ja angesprochen. Wir haben tatsächlich klar gesagt, aus verschiedenen Gründen und auch beantragt in unserem Entschließungsantrag, dass die epidemische Notlage beendet werden muss. Diese Krise ist auch gesundheitlich überwunden. Damit entfällt schon mal die Begründung für den gesamten Nachtragshaushalt, dass die Bevölkerung aufgeklärt werden muss über das inzwischen völlig geringe, vernachlässigbare Ansteckungsrisiko durch Corona. Die Angst muss genommen werden der Bevölkerung. Der Nachtragshaushalt ist zurückzunehmen und die wenigen Dinge, die tatsächlich finanziert werden müssen daraus, die sind durch die Auflösung der Asylrücklage problemlos zu finanzieren. Das sind inzwischen 48 Milliarden und wir fordern Olaf Scholz auf, diesen Haushalt komplett zurückzunehmen. Die wenigen Dinge, die zu machen sind, kann man ohne Nachtragshaushalt machen. Das ist ein ganz regulärer Prozess innerhalb des bestehenden 2020er Haushalts, der ja bereits vor diesem Nachtragshaushalt über 400 Milliarden angestiegen ist. Vielen Dank. So, Fragen dazu, bitte. Sie sagen ja, dass Scholz für krisenfremde Leistungen jetzt die Corona-Krisenrücklage nutzt. Können Sie das noch mit Beispielen, oder habe ich es jetzt vielleicht verpasst, noch ein paar Beispiele nennen? Das würde mich interessieren. Und das andere ist, Sie fordern ja auch, dass für bestimmte Ausgaben jetzt die Asylrücklage angegriffen wird. Da stellt sich die Frage, wäre das dann nicht auch eine Zweckentfremdung von einer Rücklage, die für einen bestimmten Zweck gebildet worden ist? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Die Asylrücklage war nie eine Asylrücklage. Das war immer nur ein Marketing-Gag. Das erkennt man auch ganz leicht daran, dass Olaf Scholz sie nun selbst umbenennt. Sie heißt nämlich ab morgen dann nicht mehr Asylrücklage. Sie sollte zwischenzeitlich Investitionsrücklage heißen. Und weil selbst das noch zu spezifisch gewesen wäre und weil man sich später daran nicht messen lassen will, nennt man sie jetzt einfach nur noch Rücklage. Das ist sozusagen eine Königsschatulle, die sozusagen die Regierung sich jetzt hier vorhält, ohne Spezifität. Und das ist nicht die einzige. Es gibt auch ganz viele Ausgabereste, die aus dem ersten Nachtragshaushalt stammen. 156 Milliarden, Großteil, der nicht zweckgebunden ist. Auch das waren keine reinen Corona-Maßnahmen, es war einfach mal eine Reserve, wofür das dann auch immer benötigt wird. Man hat gedacht, man braucht viel mehr Gelder für Krankenhäuser in einem Corona-Epidemie. Das ist in keiner Weise geschehen. Es gab nie eine Überlastung des Gesundheitswesens. In Berlin ist ein ganzes Krankenhaus geplant worden um 48 Millionen, das noch nicht mal eröffnet wird. Das steht aber nun da draußen im Westen von Berlin, einsatzbereit. Also das sind alles Dinge, selbst die Corona dedizierten Gelder werden nicht gebraucht. Und dann gibt es Zuschüsse, weil Sie es gefragt haben, zum EKF, Energie- und Klimafonds, ganz viele grüne Projekte, viele Dinge, die ohnehin angestanden hätten und halt aus Sicht der Regierung unterfinanziert waren, werden nun mit diesen Geldern bedacht. Das sind auch viele, vielfach Dinge, die überjährlich eingesetzt werden. Also nicht nur im 2020er und dann natürlich auch 21er Haushalt, aber wir sprechen ja noch von 2020. Es ist unmöglich, dieses Geld auszugeben. Das gilt übrigens auch für die Riesensummen, die Norbert Kleinwächter gerade auf EU-Ebene dargestellt hat. Es sind ja auch theoretisch Corona-Maßnahmen. Es gibt keine Chance, 540 Milliarden auf EU-Ebene 2020 auszugeben. Alles überjährig, trotzdem mit Corona begründet, obwohl diese Krise bereits jetzt nach wenigen Monaten, wenn es sie jemals gegeben hat, beendet ist. Und insofern ist das alles Etikettenschwindel und das kann man an sehr, sehr vielen Punkten nachweisen. Und es ist, wie gesagt, nicht meine eigene Rechtsauffassung verfassungswidrig. Ich empfehle hierzu wirklich die gestern, glaube ich, erschienene Expertise des Bundes der Steuerzahler. Und auch der Rechnungshof findet hier sehr deutliche Worte. Und natürlich kann es lokale Hotspots geben. Das hat Bernd Baumann ja gerade ausgeführt. Und dann muss eben auch lokal agiert werden. Aber deswegen auf das ganze Land das runterzubrechen, das halten wir für nicht sinnvoll. Peter Böhringer, noch eine Ergänzung. Lassen Sie mich dazu auch was sagen, weil das ja auch eine Rolle gespielt hat bei unserem Entschließungsantrag für den Haushalt. Und ja, ich würde da noch etwas nachschärfen. Wir fordern in der Tat den Zustand nach 115.2 Satz 7 Grundgesetz zu beenden, weil diese nationale epidemische Notlage nicht mehr
vorhanden ist. Und man kann das durchaus festmachen. Es ist interessant, dass Sie nach den USA fragen und nicht nach dem viel naheliegenderen Schweden. Irgendwie ist das ja die naheliegendere Frage. Und inzwischen hat die WHO klargestellt, die Pandemie ist dort unter Kontrolle, war es eigentlich auch immer in Schweden. Es gibt keinerlei Probleme. Es gibt inzwischen sogar wieder gute Wirtschaftsdaten dort. Es gibt diesen verheerenden Einbruch nicht in Schweden, den wir hier hatten. Und was Hotspots angeht, es gibt ja eigentlich nur einen bekannten Hotspot, der wirklich groß ist in Deutschland, formell. Das ist Tönnies in Gütersloh. Und da ist inzwischen auch nachgewiesen, dass es Coronaviren in diesen Umgebung mit vielen Tieren immer schon gegeben hat. Der Test ist derart unspezifisch, dass er nicht nur Covid-19 nachweist, sondern oder Corona-19 nachweist, sondern alle möglichen Coronaviren, die es schon seit Jahren, Jahrzehnten gab. Die gab es auch in Gütersloh, die gab es speziell in der tierverarbeitenden Industrie immer und die haben natürlich auch die Menschen dann irgendwo mitgenommen. Die sind nie krank geworden. Es gibt so gut wie keine Kranken, ganz, ganz wenige bei Tönnies. Und das ist die Wahrheit zu diesen Hotspots. Also diese Pandemie, selbst wenn es natürlich gibt, es jetzt immer mehr Angesteckte, das ist auch gut so, denn dann erreichen wir irgendwann den Immunpunkt, der bei jedem Coronavirus immer erreicht wird. Und das ist halt inzwischen klar unsere Erkenntnis. Die Sterblichkeit liegt nicht höher als bei einer gewöhnlichen Grippe. Und damit können wir nicht jedes Mal diesen Wahnsinn veranstalten, der hier veranstaltet wurde im Februar, März, April bis jetzt. Wo soll das enden? Wollen wir bei der nächsten Grippewelle das Gleiche nochmal veranstalten? Man muss diese Erkenntnis endlich mal zulassen, dass es Tote gibt bei einer Grippewelle. Und bei Tönnies gibt es die noch nicht mal, weil hier noch False Positives gibt. Es gibt auch an statistisch eine Menge False Positives. Auch das hat sogar Minister Spahn inzwischen zugegeben. Bei einer 2- oder 3-, sogar 5-prozentigen Fehlerrate oder Unspezifitätsrate von Corona-Tests nach Drosten gibt es inzwischen bei einer praktisch virenfreien oder erkrankungsfreien Bevölkerung viel mehrere False Positives Fälle statistisch als echte positiv erkannte. Die ganze Statistik stimmt da nicht mehr. Das sieht man auch daran, dass die einzig unmanipulierbare Statistik, die Sterberaten, völlig unauffällig ist. Es gibt keine Übersterblichkeit in Deutschland bis heute. Und das sind alles die Dinge, die wir inzwischen, leider noch nicht im März, aber inzwischen klar zusammenziehen können und deshalb jetzt eindeutig positioniert sind an dieser Stelle.